Wir wünschen keinem die Hölle. Wir wünschen keinem die Strafe Allahs, weil die ist gewaltig. Und deswegen stehen wir hier und reden und schreien. Aber der, der sein Leben lang nicht auf Allahs Weg gelebt hat, weder gebetet hat, noch gefastet hat, noch gespendet hat, nur in Sünden, Sünde nach Sünde, kein Kontakt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hörst du, der ist gestorben, und dann siehst du die höchste Stufe im Paradies in Schau. Womit? Womit? Mit Träumen, mit Wünschen? Wenn du die höchste Stufe von Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies haben möchtest, musst du was dafür tun. Und deswegen guckt Allah subhanahu wa ta'ala, sagt ihr, liuro a'malahum. Ihnen werden ihre Taten gezeigt.